dieser Palace hier, den gibt es gar nicht. Und eigentlich dürfen wir den gar nicht filmen und gar nicht zeigen, aber es ist ein ganz besonderer Fall hier aufgetreten. Der Eigentümer ist tatsächlich schwer krank geworden. Das ist jetzt auch kein Grund, den wir jetzt erfinden, ist genauso passiert. Er hat ihn bestellt und er hat für die Bestellung nämlich die ganz neuen Mirrorcams bestellt. Und überhaupt ist dieses Fahrzeug hier eines der am vollsten ausgestatteten Palace-Modelle, die du je in deinem Leben erlebt hast. Er kann aber die große Reise nicht mehr antreten. Und du kennst den Kunden persönlich? Ja, über viele Jahre. So, und Wagen ist gestern oder heute? Heute angeliefert worden, heute Morgen, in den frühen Morgenstunden. Ist, wie gesagt, noch gar nicht für die Ausstellung fertig gemacht worden, aber anschauen können wir uns. Der hat die Überführungsfahrt dahinter sich, das sieht man. Also die werden ja auf eigener Achse überführt und da sieht man sehr schön, hier sind noch ein paar Fliegen dran. Aber was man auch besonders sieht, da sind sie noch mit drauf, der wird noch aufbereitet. Das sind, er hat ab Werk keine Busspiegel mehr. Richtig, die neue Serie Mirrorcams verbaut, keine Busspiegel und dadurch natürlich auch nochmal eine ganz andere Optik. So, und das werden wir euch mal zeigen. Ich weiß nur, dass der Markus, der Markus Löhrer hat die mal gezeigt. Der hatte die mal im Loftliner drin zum Test. Aber hier, das ist jetzt eine Version, die wurde ab Werk verbaut. Der hat aber noch viel, 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 viel mehr. Unter anderem natürlich, das kennen wir von vielen anderen Fahrzeugen, eine White Axle mit drin. Er hat die Echtglas-Beplankung, die ja auch nicht ganz normal ist, die kostet ja richtig viel Geld. Das heißt, das Auto ist auch innen sehr leise durch die Echtgläser, oder? Ja, hat eine Keramikversiegelung, Unterbodenschutz, also wirklich voll ausgestattet. Gastank können wir uns mal anschauen, wo wir gerade draußen sind. Also das ist wirklich voll, voll, voll. Gastank mit drin, dann bitte mal schließen, mach mal zu. Gucken wir ganz kurz in die Ablassventile rein. Nebenan, der hat SuperSense mit drin, die Klappen öffnen nach oben, SuperSense mit eingebaut. Er hat eine zentrale Klappenschließe, die ist mit drin, das heißt auf Knopfdruck kann ich alle Klappen öffnen und schließen. Aber die White Axle, da können wir vielleicht noch ganz kurz drauf eingehen, das sieht man hier übrigens. Das Ganze jetzt nicht mehr über Kontakte bei der neuen Serie, sondern tatsächlich über Kabel wieder. Und da ist die Heizungsanlage drin. Und da ist natürlich eine 3030 drin. So, das ist eine Besonderheit. Die heizt übrigens noch einen Ticken schneller. Und hat insbesondere das Warmwasser halt. Ne? Warmwasser, also die hat quasi eine alte Flow mit integriert. Das, so hat mir das mal erklärt, so ganz genau habe ich es nicht verstanden. Gibt es eigentlich ein Palace mit einer kleinen Klappe hinten auf Wunsch? Oder ist die immer groß? Ja, gibt es auch, aber macht natürlich wenig Sinn. Also die Garage ist ja sehr groß, sehr großzügig gehalten. Und da macht es natürlich auch Sinn, von beiden Seiten eine große Klappe zu haben. Französisches Bett, wenn wir uns gleich mal anschauen. Wir gucken den Kofferraum gleich von der anderen Seite. Die Echtglasbeplankung. Aber guck mal, die Mirrorcams, du bist eben gekommen. Und du musst mir mal einen Gefallen machen. Steig mal ein und fahr mal gerade eine Runde über den Hof. Ich filme das mal gerade. Weil es kommt so aus, es sieht so aus, als hätte jemand in der Werkstatt vergessen, die Spiegel zu montieren. Und da muss man sich dran gewöhnen. Im Actros ist es ja Standard mittlerweile schon. Oder was heißt Standard? Da kann man's, da wird es sehr oft bestellt. Da hinten steht ja noch ein Actros mit Busspiegeln. Da kommen noch die Bugspiegel, die werden noch montiert, oder? Genau, die Bordsteinspiegel werden noch montiert. Von der Kameraführung ist das vorbereitet. Ist eigentlich nur noch eine kurze Nachrüstung. Genau, wenn du mal kurz einsteigst. Übrigens, wir haben das Schild, machen wir jetzt mal rein. Wir kamen gar nicht dazu. Das Auto wurde gerade erst angeliefert. Hier ist das Ferge- und Weltschild. Du bist ja ein hundertprozentiger, muss man mal sagen, von der Ausstattung. Deswegen tut es dir ein bisschen in der Seele weh, dass der Wagen noch nicht aufbereitet ist. Aber wir haben gesagt, wir müssen den zeigen. Heute drehen wir am 16. September und dreh einfach mal eine Runde. Du kamst nämlich gerade eben und es sah ganz komisch aus, weil ich sowas noch nicht gesehen habe. Also von der Optik her ganz clean die Optik, ohne die Busspiegel. Und wenn ihr den gleich seht, es ist ein 90M, Anhängerkupplung ist mit dabei und er kommt gleich mal zu.
Es ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Also, dass ich im Palace ohne Spiegel. Es hat übrigens gezischt, dass. Könnte entweder die Vollluftfeder sein oder die luftgefederten Sitze oder die Hupe. Und jetzt könnt ihr ihn mal komplett sehen, wie er von vorne im Licht steht. Elektrische Fenster, wenn du ihn einfach mal so stehen lässt, ich glaube, das ist ganz gut so. Und jetzt mal rauskommst zu mir, weil er steht jetzt in der Sonne. Im Modelljahr 24 erkennt man oben an dem weißen Dachabsatz, der ist bei dem 23er schwarz gewesen oder 22er glaube ich war noch schwarz. Ich glaube das Modellwechsel mit dem weißen Dach, das kam 23, gell? Genau, mit dem Modell 23. Guck mal jetzt, wenn du jetzt, steht er ja in der Sonne andersrum, das ist schon... Ist schon sehr schick. Also ganz clean die Optik, oder? Ja, gerade mit der Glasbeplankung natürlich unheimlich ja, kratzfest, was die Seiten angeht, was die Isolation angeht. Nicht nur für Wärme, sondern auch für Schall sind ja die Glasfenster auf jeden Fall auch nochmal viel besser als die Kunststofffenster. Also gerade in der Ausstattung, so wie er hier jetzt steht, ist das schon was Besonderes. Boah, ist der schick. Dann hat er natürlich Assistenzsysteme drin, die Mirrorcams laufen. Und ich finde das ganz gut, dass wir ihn falsch rum geparkt haben. Denn jetzt steht er nämlich mit dem Fahrerhaus in der Sonne, gegen das Licht. Und wir können ja mal ganz schnell noch die Klappen hier noch öffnen, dass wir es einmal gemacht haben. Von der Seite hat man es noch nicht. Zentrale Klappensteuerung, die übrigens auf Knopfdruck wie von Geisterhand dann öffnen. Da hast du übrigens von Hegotec die Steuerung. Das Ganze geht übrigens mit einer Zentralverriegelung mit Funk mittlerweile. Das heißt, du kannst auch die Klappen mit Funk öffnen und schließen und das Auto öffnen und schließen. Hier ist der Ladebooster mit drin. Hier hat sich nicht so viel geändert. Und wir gucken mal in die Garage. Also das hier ist eigentlich so das maximale technisch Machbare. Was mir auffällt, ist diese neue Leiste hier. Die gab es vorher nicht. Weißt du, hier die Metallleiste, wo du dich gerade dran, wo die Tür anschlägt. Die war vorher nicht da. Genau, es ist verkleidet und hat dann entsprechend hier die Schließzapfen verdeckt. Das war vorher aber irgendwie anders gelöst. Also ich kann mich an die Leiste nicht erinnern. Ja, genau. Das war praktisch hier freiliegend und ist jetzt richtig schön verbaut. Also in einem Teil. Dann ist auch der Innenraum, sag mal, bilde ich mir das nur ein, ist die Garage, die ist zu 100% nutzbar, oder? Von der Länge mal Breite. Ja, ist zu 100% nutzbar. Jetzt in dem Fall mit Alu-Riffelblech, also auch nochmal vom Untergrund und von der Stoßfestigkeit verstärkt. Ach stimmt, da ist normalerweise dieses Graue ist runter, gell? Dieses, ja. Wo du dir immer die Hand mit aufscheuerst. Und jetzt ist das Alu-Riffelblech mit drin, da sind die Zoösen mit drin. Ja, was du immer gerne machst, du machst hier noch eine Airline-Schiene rein. Da hast du allerdings eine schlechte Erfahrung mal gemacht. Sollte man nicht selber machen. Bitte in die Werkstatt geben. Sonst gucken die Spackschrauben auch schon mal hinten raus, ja, wo du drin bist. Aber das ist nicht Serie, die Stange. Nö, ist nicht Serie, aber ist eigentlich sehr praktisch, weil man hier halt dann sehr schön mal einen Skianzug oder einen nassen Regenmantel aufhängen kann. Sollen wir mal reingucken hinten in die Batterie? Ja, können wir machen. Ich meine, es steht zwar ein Zettel drauf, was er hat. 90 M. Das ist ein 24er, gell? Modelljahr. Ja. So, hat 2x 340 Ampere. Also normal sind ja 210 drin. Und hier kannst du jetzt 600 Ampere aus beiden Batterien entnehmen. 300 pro Batterie mit 340 Amperestunden. Das heißt, du hast fast 700 Amperestunden Leistung hier drin. Genau. Zu 100% entnehmbar mit dem 3 kW. Den 3 kW haben wir uns mal gegrillt auf 4,7 kW. Zwei Minuten lang, das hat er auch mitgemacht. Also das Ding ist eigentlich unkaputtbar. Ja, ja, ist eine super Technik hier, der Büttner 3000 Watt mit der 120 Amperestunden Ladeeinheit. Also eine klasse Geschichte. Das kenne ich auch nicht, das Fach. Also ich kenne den Grundriss auch nicht. Ich habe den ich sag mal 90M noch nicht so oft gefilmt. Was ist hier drunter? Ist hier Staufach. Staufach. Ja. Kannst mal reingucken. Also ein kleines Staufach kann man nutzen,
Okay, also Garage, das Konzept ist übrigens für alle, die Morillo noch nicht kennen, Doppelbodenkonzept, Anhängerkupplung mit dabei, Doppelschutter-Rückfahrkamera. Ich nehme an, der hat auch das Garmin-Navi drin, oder? Garmin-Navi drin, ja genau. Dann die Rückfahrvideoanlage, in dem Fall noch die Anhängerkupplung. Die Parksensoren hat er auch, guck mal. Ja, Parksensoren auch, ganz wichtig. Gut, auf die habe ich immer verzichtet, weil du ja die Rückfahrkamera hast, aber ich hatte sie im ersten 78 FX rein konfiguriert und da waren sie halt drin. Übrigens, die Anhängerkupplung hat 150 Kilo, die kannst du also auch richtig belasten und hier haben wir schon reingeguckt eben. Du weißt, wir waren auf der anderen Seite eben. Aber ist das nicht cool, das elektrische Fenster an der Seite? Da bin ich auch immer so geneigt zu sagen, die könnte man ja weglassen, aber sie sind ja hier drin und das sind die neuen Mirrorcams. Und das sind offizielle jetzt von Morillo, also nicht eine Drittnachrüstung, die kam so ab Werk. Und ja, der Kunde hat ihn gekauft, hat ihn aber jetzt wieder zum Verkauf freigegeben. Und das ist passiert schon mal, muss man sagen. Viele Kunden sind ja auch im fortgeschrittenen Alter, das fängt ja bei mir schon an. Die sind halt keine 28 mehr und es kann immer mal was dazwischen kommen. Helles Holz, Hubstützenanlage, wenn du mal gerade kurz mal aktivierst, dass das Display mal angeht, bitte. Da muss ich eben Zündung öffnen. Gerne. Ist das neu mit der Zündung? Nö, das ist seit einiger Zeit so. Seit einiger Zeit. Siehst du mal, wie lange ich schon keine Hubstützenanlage mehr hatte. Und jetzt müsste eigentlich, oder? Oder kommt die von selber? Dauert einen Augenblick. Es gibt auch eine App dafür, oder? Für die. Ja, aber das ist eigentlich über dieses Bedienpanel ist das sehr gut zu bedienen. Das ist eine vor allen Dingen sehr prozesssichere Anlage, also kaum Reklamationen, kaum Ausfälle. Sag mal, Hubstützenanlagen, Dichtungen, runterfallende Stempel. Habt ihr das? Ist das nicht mehr so in letzter Zeit? Überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Also das mach mal, tipp mal Autolevel oder stabilisieren. Das heißt, der macht jetzt alles von selber? Macht jetzt automatisch selber. Jetzt geht das Fahrwerk runter, die Luft wird aus den Bälgen gelassen und dann wird... Ach, damit der nicht dagegen arbeitet? Ja, vor allen Dingen, wenn man schrägen Gelände halt nivellieren möchte, dass man dann auch vom untersten Zeitpunkt und Platz praktisch hochnivelliert und nicht... der Wagen nachher noch viel höher steht. Also jetzt wird da zählt ja jeder Zentimeter. Genau, das heißt, er wird ganz runtergelassen? Genau. Okay. Die Luft rausgelassen und dann geht der automatisch los. Und die arbeiten miteinander. Das heißt, ich muss nicht manuell aus der Luftfeder. Nein. Das hat er dem jetzt gerade gesagt. Und jetzt, genau. Und jetzt kommen die Hubstützen raus. Genau. Gut, der Vorteil ist das Wankverhalten. Selbst wenn ich ganz gerade stehe, dann wankt das Fahrzeug noch ein bisschen weniger. Das ist gerade, wenn ich lange stehe, natürlich eine schöne Geschichte. Aber es ist schon Luxus, muss man sagen. Aber in der Klasse gerne genommen. Ich bin ja nicht so der große Hubstützen-Fan. Ganz zum Leidwesen vom Robert, der immer sagt, da kommen sie jetzt runter. Da können wir ja gleich mal probieren. Das dauert ein paar Sekunden. Das ist mittlerweile so gut geworden, du musst kaum noch manuell nachjustieren, oder? Ja, das ist total prozesssicher. Ja, vor 10 Jahren gab es ja natürlich auch noch einige Themen, die dann halt auch zu Ausfällen geführt haben, aber jetzt sind die so stabil und so gut auch verknüpft mit dem Chassis, mit der Luftfederung, dass das absolut prozesssicher ist. So, ich hatte damals eine Goldschmidt, die hat zu 70% funktioniert und also praktisch automatisch. Funktioniert hat sie immer, muss man sagen, aber manchmal hat sie nicht so gut erkannt, dass das Auto gerade stand. So ist das. Und dann, mein Tipp war immer, lieber nochmal ganz ablassen und nochmal neu anfangen, statt die eine Achse am Schluss ist es komplett verschränkt. Aber das kriegt man alles mit. Ja, hat die Standardküche. Ich bin ja großer Fan von der Standardküche, denn die hat nämlich einen Schrank drin und den Schrank kann man sehr schön missbrauchen für ein nettes Gadget. Das können wir mal zeigen. Die Spülmaschine. Ja, also Standardküche ist auch untertrieben. Er hat die Spülmaschine drin. Er hat jetzt was ganz Neues und sehr Beliebtes, den Gas-Ceranfeldkocher. Abwerk. Abwerk drin. Es ist, ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, die sehr clean ist und sehr schön zu bedienen ist. Hat auf der anderen Seite dann die Kompressor-Kühlschrank-Einheit von Dometic mit der entsprechenden Mikrowelle. Oben schwarz drüber. Diesmal. Genau, also es ist wirklich, wirklich was.
was sehr gut ausgestattet ist, was jetzt die Kücheneinheit insbesondere auch angeht. Ja, Standard heißt, es gibt ja noch die Novell-Küche. Ich bestelle in letzter Zeit die Standard-Küche. Die Novell öffnet den Raum ein bisschen mehr, wird das Sofa, glaube ich, ein bisschen größer. Das hier ist ja ein ganz toller Kompromisswagen, muss man sagen. Also du hast nicht die ganz große Länge, du hast dafür viel mehr Zuladung. Du hast eine etwas kleinere Sitzgelegenheit, die aber wegen der Barsitzgruppe hier natürlich besonders üppig ausfällt. Am Anfang war ich ja immer großer Barsitzgruppen-Fan. Dann bin ich dann wieder auf die normale Sitzgruppe. Und jetzt, wo ich die Basisgruppe sehe, muss ich sagen, mit den Hunden hier drunter, das ist schon eine feine Sache. Wie oft verkaufst du Bar? Schon 60-65% der Grundrisse sind dann also bewusst auch als Basisgruppe ausgeführt, weil man einfach hier einen besseren Durchgang hat. Man hat die Beinfreiheit unten drunter. In diesem Fall ist es auch mit dem Fernseher auf dieser Seite hier perfekt gelöst. Gell? Der hat also zeig mal. Hier oben drüber die Möglichkeit, dann auch sehr großen Fernseher, 40 Zoll mit dem entsprechenden Gläserfach oben drüber, also sehr schön gelöst. Ist das neu, das Gläserfach? Das kenne ich ja. Neu. Boah, sind aber viele Sachen neu hier in dem Auto. Das hier ist wirklich, das ist Dernier Cri, der letzte Schrei, oder? Was wir gerade sehen. Ja, zumal auch hier mit den Spiegeln vorne ja ein komplett neues Bild auch entsteht. Ne? Ich zeige euch das mal. Also es ist gerade volle Lotte Sonne und das ist ja eigentlich so der schlimmste anzunehmende Unfall für die Spiegel. Du hast voll hell hier drin und du kannst die Spiegel komplett, also das ist sogar echt noch besser wie auf der Kamera. Du hast überhaupt kein Problem, die abzusehen, oder? Ja, das ist vom Kontrast her wirklich, wirklich, wirklich klasse. Man sieht gut, man hat den Überblick. Es ist außen natürlich auch kürzer, das Fahrzeug nochmal, um diese doch ja einige Zentimeter, die Spiegel vorne normalerweise rüberschauen. Und es ist einfach eine ganz innovative Technik, die ja mit Sicherheit in ein paar Jahren auch Standard sein wird. So, jetzt darfst du mir mal diesen Joystick da erklären. Der hat nämlich, guck, darf ich das Gesicht mal filmen? Darfst du mal den Joystick erklären? Selbst erklären, nee. Wenn du dich mal hinsetzt und das ist wahrscheinlich die Spiegelverstellung. Ich gehe mal auf den rechten Spiegel. Guck mal gerade, ob du das aktiviert kriegst. Und da hat er so einen Joystick. Ah ja, guck mal, geht der doch. Ja, learning by doing, genau. Das muss ja auch irgendwie einstellbar sein. Was noch fehlt hier oben drüber, das kommt noch. Das ist der Bugspiegel, der wird noch montiert, wird nachgeliefert. Ja. Das ist im Preis natürlich mit drin. Das heißt, da kann ich nach vorne gucken, also speziell hier runter. Das ist ja mit drin. Vorteil ist natürlich bei der Spiegellösung sind die Windgeräusche, die gerade dann, wenn du mal doch mal 110 fährst, was man ja in manchen Ländern darf, darfst du mit dem Auto 110 fahren. Ich glaube, in Frankreich darfst du 120 fahren. Und dann zählt alles. Also ich habe dann ganz oft zum Beispiel, die Fenster mussten neu abgedichtet werden. Das passiert dann schon mal, weil natürlich Morello sagt, naja, das ist ja bis 100 gebaut, aber dann fährst du doch mal 107, weil du überholen willst. Und hier hast du gar keine Geräusche mehr, weil die Spiegel, die machen einfach nichts mehr, oder? Ja, das ist wirklich gut gelöst und ich denke auch, wie gesagt, dass das in ein paar Jahren Standard sein wird. So, dann kannst du auch noch die Helligkeit einstellen. Das geht automatisch. Der weiß die Außenhelligkeit und der erschlägt dich dann nicht nachts oder mit einem Bild, was du dann nicht gucken kannst. Ja, wir haben vor allen Dingen auch Abendfahrten gemacht im Vorfeld und da zeigte sich, dass der Kontrast also wirklich da optimal auch geregelt ist, sodass man nachts auch wirklich sehr gut schauen kann, was im Rückspiegel passiert. So, Lenkrad ist abnehmbar. Zeig mal bitte. Das ist ja auch eine spezielle Technik. Da ist ein Ring drunter. Ich weiß nicht, ob es abgeschlossen ist. Wir können es mal probieren. Und wir gehen gleich mal rein, dass das Ganze kommt. Und der Vorteil ist dann natürlich, dass ich gerade bei den sehr kompakten Grundrissen, wie wir es hier haben, dann noch die Möglichkeit habe, das ganze Lenkrad sehr bequem zu drehen. Matthias öffnet das Lenkrad. Dann dreht er es vorsichtig und riegelt es und ich glaube, das hat noch nie einer gemacht vorher an diesem Auto, oder? Ja. Oder wahrscheinlich in der Werkstatt ein, zwei Mal und dann hast du das Lenkrad hier und das ist alles. Der Vorteil, was hat das für einen Vorteil? Man kann das Auto nicht mehr klauen.
Ja, und man hat einfach jetzt beim Drehen des Fahrersitzes hier viel mehr Bewegungsfreiheit. Dann gibt es eine Abdeckung, die das Ganze komplementiert. Und dann ist es eigentlich während der Standphase genau richtig so. Bitte nicht verlegen das Lenkrad. Das ist ja unangenehm, wenn man in Spanien steht. Oder das war auf den Messen war es immer, lag so nebenbei. Dann denke ich mir, wenn da einer das mal in den Rucksack packt, ja, dann ist der Schaden groß. Die Soundbar ist mit drin. Das Raumgefühl hier überhaupt in dem Auto, das ist schon lässig. Also du hast einen sehr offenen Raum, dadurch, dass du kein Hubbett hast. Du hast die Basisgruppe, also ein echtes, eigentlich Zwei-Personen-Fahrzeug, oder? Ja, Zwei-Personen-Fahrzeug. Dieser Bartisch bietet dann ja auch die Möglichkeit, abends hier wirklich wunderbar zu sitzen. Die Füße auf die gegenüberliegende Bank zu legen, beim Fernsehen gucken, ist sehr großzügig. So, das heißt, hier ist das Fernsehen. Dann kann der eine von hier gucken. Der kann sich übrigens diesen Sitz ranziehen. Zeig mal gerade. Dann kann man nämlich da schön die Beine ablegen. Und umgekehrt meine ich. So, das heißt, der Sitz wird gedreht. Boah, ist auch schon spät heute, Matthias, muss ich sagen. Der hat die Luxus-Komfort-Schwingsitze. Ich frag mal gerade vorne. Weißt du's? Genau, ja. Hat er. Das heißt, auf Knopfdruck müsste dieser Sitz jetzt hochfahren, wenn du den aktivierst. Genau. Warte, machen das mal. Boah, ist schon lange her, dass ich die bedient hatte. Aber ich glaube, man muss hier draufdrücken. Irgendwo hier oder da. Und dann fahren die wie von Geisterhand automatisch hoch und federn. Wie toll. Und jetzt kann man nämlich Folgendes machen. Das war ich nämlich noch bei meiner Basisgruppe. Du konntest nämlich hier diesen hier ein bisschen vorfahren. Das mache ich mal gerade. Und den ein bisschen vor. Und dann kann man nämlich hier schön die Beine ablegen. Seht ihr das? Also das habe ich lange vermisst. Und der eine kann jetzt hier gucken und der andere kann sich hier lang machen. Dreh mal bitte den Sitz, sei mal so lieb. Mal um 90 Grad. Und dann kannst du nämlich, wenn du dich mal kurz hinsetzt, die Beine quasi hier drauflegen. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber... Also, zwei Leute können ganz bequem hier... Jetzt muss ich immer aufpassen, was ich sage, sonst gibt es immer direkt Schelte, die Tagesthemen gucken. Murillo, Palace 90M. Und M steht für Queensbed? Mittelbett, aber ist ein Queensbett, genau. Queensbett, Barversion. Ist natürlich eine Stange Geld. 443, 340, aber hier ist alles drin. Also wir haben, was fehlt es noch? Die Waschmaschine, ist die auch schon drin? Nee, die ist nicht drin. Also die könnte man nachrüsten, ne? Könnte man nachrüsten, ja. Gasfach, wir haben ja, ja, das Mittelbett ist natürlich für viele das Bett schlechthin. Das ist bei dir die Anzahl der Bestellungen Mittelbett zu Längsbett? 50-50? Ja, 50-50, genau. Na, hier ist natürlich der Einstieg ins Bett besonders komfortabel, großzügig, sehr großzügig und ja, sehr viel auf Komfort halt zugeschnitten. Zeig mal bitte, wie man da hochkommt. Also das heißt, du gehst an der Seite, jeder hat seinen eigenen Eingang. Du kannst einfach hochgehen, kannst dich hier absetzen. Ist ein bisschen anders wie bei der Liegewiese, wo du ja hochkrabbeln musst. Das ist hier... Nur ein bisschen krabbeln, nicht ganz so viel. Dann hat jeder seinen eigenen Nachttisch. Das finde ich natürlich auch ganz toll. Und du hast dann nochmal Schubladen, wo du Handys und so weiter reinlassen und den Kleiderschrank jeder. Rechts und links nochmal separaten Kleiderschrank, genau, wo man nochmal Dinge hinhängen kann, vielleicht, die man nicht jeden Tag braucht. Und dann ergänzt zu dem Kleiderschrank, der hier im Luxusbad ist, auch wirklich sehr viel Stauraum. Das Luxusbad. So, das heißt, beim Luxusbad, glaube ich, das ist die Definition, dass die Toilette getrennt ist. Das ist, ich fahre ja zurzeit einen Loftliner, da ist das Luxusbad nicht ganz, aber ein halbes Luxusbad ist da mit dabei, nämlich das Klo ist getrennt, so wie es da ist. Aber hier ist die Toilette komplett getrennt. Genau. Das heißt, du hast ein komplettes WC mit Popodusche, dann hast du hier dein Waschbecken auf der Seite. Was jemand kann auf Toilette sein, das bei dem anderen nämlich nicht so. Da ist Waschbecken und Toilette in einem. Ja. Und das hat schon zu großen Komplikationen geführt, als ich meiner Frau sagte, du kannst dir die Hände ja auch im Spülbecken waschen. Ja, letztendlich ist dieses Luxusbad mittlerweile wirklich von ganz vielen Kunden auch gewünscht und wird dann entsprechend auch so geliefert und gebaut. So, große Dusche. Da ist mein Tipp, wenn die sagen, Leute sagen, ist ja keine Regendusche drin. Ich habe aus China eine Dusche,
Kopfverlängerung bestellt für 9 Dollar. Die wird einfach dazwischen geschraubt. Dann ist das Ding 15 cm länger und ersetzt quasi eine Regendusche. Ja. Ja, gibt's. Geht auch. Also uns da ja alles genormt ist, das hier sind ja ganz normale Haushaltsanschlüsse, kannst du eigentlich alles kaufen, was du kriegst. Das ist dann kein Beinbruch, denn der Vorteil ist natürlich, hier hast du die Stange mit drin. Und das ist immer so eine Sache, wenn du dann die Regendusche mit drin hast, dann ist sie an einer anderen Stelle und so weiter. Matthias guckt auf die Uhr. Du musst auch zum Fußball heute, oder? Nee, überhaupt nicht. So, unten sind Schubladen. Genau, die Schubladen entsprechend hier 3 Stück übereinander. Habe ich gesagt, Andreas? Ich meine Matthias. So, deswegen hat er mich auch so angeguckt. Und ist da links sind da auch noch Staufache? Genau, da ist in der Einstiegsstufe ist praktisch auch nochmal ein Staufach. Da sind es drin. Und hier ist noch ein, ganz ehrlich, ich hätte ihn auch so konfiguriert. Helles Holz, grauer Boden. Ich hätte jetzt ein paar Sachen weggelassen. Du weißt ja, ich bin da so ein Sparbrötchen, aber hier, der ist schon volle Hütte, oder? Ja, absolut voll ausgestattet, aber sinnvoll. Also das sind wirklich, gerade wenn man sich die Sicherheitssysteme anguckt, sind das alles sinnvolle Sachen. Der hat das Active Air Fahrwerk. Hat er. Hat er drinne, genau. Hat die White-Axle-Achse, Volllauffederung. Ja. Also alles Dinge, die auch so im Fahren dann einfach Vorteile bringt. Und die Assistenzsysteme von Iveco natürlich auch. So, der ist flammneu. Der wird ausgeliefert mit 2 Jahren Garantie. Da ist natürlich kein Nachteil, obwohl es jetzt einen Vorbesitzer gab, aber das ist auch nicht so lange jetzt bekannt, die Information. Also es kam jetzt sehr überraschend für dich auch, oder? Genau, es kam überraschend, ist, hat auch noch keine Zulassung und ja, ist jetzt kurzfristig verfügbar. Da sind wir. Also, bitte. Und natürlich auch zu besichtigen, Probe zu fahren, wie auch immer. Ich fasse mal zusammen. Basisgruppe, Echtleder, die Mirrorcams, abnehmbares Lenkrad, Active Air, das heißt also ein Sportfahrwerk eingebaut. Dann hast du 9-Gang Wandlerautomatik, das ist sowieso alles drin, den großen Motor. Du hast die Mikrowellenkombination mit drin, du hast keine Klimaanlage. Keine Klimaanlage. Preis, was kostet was? Aber kann man nachrüsten, ist überhaupt kein Problem. Preis kostet was mit Einbau? 4? Nee, um die 3. Um die 3. Mhm. So, dann kriege ich eine Klimaanlage, wenn ich das haben will. Dann aber Sattanlage ist mit drin. Ich habe eine Solaranlage, sehe ich gerade. Solaranlage drin, genau. Dann die Wandler, ja. Wandleranlage mit 3000 Watt Büttner Wandler. Sag mal, hier allein Echtglas, Beplankung. Mit Seiten 16.000? Nee, nicht ganz so. Also 8.000? 10.000, aber halt dann die elektrischen Fenster, die Keramikversiegelung, also wirklich eine Ausstattung, die sehr, sehr, sehr umfangreich ist. Mach nochmal die Spülmaschine auf, weil meine Tochter hat tatsächlich bei einem Wettbewerber, haben wir gerade ein Auto bestellt, ich darf nicht sagen, bei wem. Wir kriegen jetzt ein Morelo in 2 Wochen, also keine Angst. Aber was das meine Tochter gemacht hat, hat die Spülmaschine, ohne dass ich es wusste, ist zu der Verkäuferin hin, hat gesagt, hier, ich bin die Tochter von Sven Herzog. Nein, hat sie bestellt. Ja. Hat gesagt, ich will die Spülmaschine haben. Weil es gab immer Ärger wegen dem Spülen. Mhm. Und die Fischer & Paykel ist eigentlich so eine geile. Aber hier das Kochfeld, das ist natürlich richtig toll. Es ist aber nicht schneller, muss man sagen. Also, nein, es ist nicht schneller, aber es ist halt von der ganzen Reinigung her und von der Bedienung halt sehr innovativ und ja, spitz. Es ist komplett eben eingelassen, oder? Da, genau. Da ist nichts. Genau. Mhm. Kannst du super sauber machen. Aber es wird trotzdem genauso warm. Das habe ich nämlich gehört. Also ja. die Abwärme, die kommt trotzdem raus. Aber es ist ein tolles Feld von Solgas. Also, da ist er. Morillo Palace 90M. 28 Minuten ihres Lebens, die sich gelohnt haben, wenn sie jetzt noch 443.000 und 340 Euro haben. Ich glaube, über die 340 Euro könnte man noch verhandeln. Aber nee, einfach mal herkommen, auch wenn ihr einen Gebrauchtwagen habt. Das ist ja, glaube ich, auch ein Ding. Ihr bewertet die, glaube ich, sehr fair. Das ist auch eine Geschichte. Aber man kriegt natürlich nicht mehr die Preise wie vor 2 Jahren für einen Gebrauchten. Ne? Das ist ja, das kommt jetzt immer mit ein bisschen drauf an, was dort zurückgenommen werden darf. Und das ist dann natürlich im Gespräch. Einfach anrufen, einfach melden und Kontakt aufnehmen. Und dann
kann man das alles besprechen. Ja, wenn du viele Extras weglassen würdest, könnte man so ein Auto auch für 370 anbieten. Also du hättest die White Axle weg, die Mirror Cams weg, die Spülmaschine weg, die, also all das. Ich glaube, da geht's los bei 370 oder 80 ungefähr. Ja, genau. Das ist aber dann nur die Hülle, ne? Und das muss man natürlich auch sehen, dass der Wagen hier, so wie er ausgestattet ist, natürlich wirklich viele sinnvolle Dinge hat, die es bisher entweder gar nicht gegeben hat oder die halt wirklich sinnvoll sind. Ne? Ja, also habe ich jetzt übrigens auch bei einem anderen Fahrzeug bestellt. Echt Glas außen. War eine tolle Geschichte. Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir, glaube ich, durch für heute. Schön warm ist es am schönen Sommertag. Ihr habt nächste Woche Tag der offenen Tür. Wir drehen heute am 16. September. Videos werden veröffentlicht am 17. Nächste Woche ab Freitag? Oder? Ab Freitag, genau. Freitag, Samstag, Sonntag sind die Tore geöffnet und dann geht's los. Du fliegst wahrscheinlich in Urlaub ab Donnerstag, oder? Nee. Du bist da, selber. Ich bin da natürlich. Das ganze Team ist da komplett? Ganze Team ist da, plus Verstärkung. Was heißt Tag der offenen Tür? Ist da hier mit Bierzelt und oder ja, wie? Ja, genau. Mit Verköstigung, mit entsprechender Belustigung für die Kinder auch. Und, echt, wie früher? Ja, wie früher. Das ist eigentlich Tradition, seit 40 Jahren. Ist Würstchen? Würstchen, alles. Sogar mehr noch als Würstchen, da sind wir eigentlich immer sehr bemüht, dass wir an dem Wochenende ja viel bieten und uns auf die Menschen freuen, die sich auf den Weg machen. Ja, viele Fans kommen da, glaube ich, die auch gar nichts kaufen wollen. Die kommen einfach mal vorbei, oder? Das macht ja nichts. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass jeder, der kommt, auch was kaufen soll und muss, sondern das ist einfach ein Treffen, ein Event. Es ist eine Möglichkeit, sich zu informieren, auszutauschen, sich wiederzusehen und ein bisschen Party zu machen. Ja, also, tragischer Fall. Trotzdem mit einem guten Ausgang für den ehemaligen Käufer, wenn wir hier einen Kunden finden. Ich glaube, das wird uns gelingen, denn die Ausstattung ist so schön. Also allein mit den Cams, das war eben so wichtig. Du wirst im Video später sehen, dass du da nochmal ins Auto gestiegen bist und ihn gedreht hast in die Sonne und nochmal mit gefahren bist, weil die Fahrbilder, die zeigen doch, wie schön diese Mirror Cams sind. Und wir können ja mal last but not least zu einem Auto gehen, das wir eben noch gefilmt haben. Wir haben nämlich den Grand Empire gefilmt und der hat ähnliche Spiegel. Das sind, glaube ich, die Original Mercedes-Benz, ich bin mir gar nicht sicher. Oder es sind auch Mirror Cams, die mit dabei sind. Und da kennt man das jetzt mittlerweile öfter. Ja, das ist im Grand Empire ja auch serienmäßig und ja, sehr beliebt und prozesssicher und vor allen Dingen auch eigentlich die Zukunft, was jetzt das Rangieren angeht, die Entfernungen nach hinten, die einfach viel besser ablesbar sind, die Nachtsichtbarkeit, also die elektronischen Hilfen einfach in der Nacht dann die Kontraste noch besser rauszuholen. Das ist schon toll und werden in ein paar Jahren alle Reisemobile in der Klasse haben. Tschüss, Matthias, und ja, kommt in großen Scharen nächste Woche zum Tag der offenen Tür zu Ferge und Wels. Boah, jetzt tut mir der Arm aber weh, aber es hat sich gelohnt. Jetzt geht's auf nach Hause, transkodieren und hochladen. Tschüss, Matthias. Tschüss, mach's gut.